auf der Strecke von Worcuta weiter nach Süden bis nach Hanové. Das ist auch nur ein kleiner Ort, aber von da aus wurden wir zu Fuß weiter nach Norden getrieben, um in irgendeinem Lager da untergebracht. Und diese Lager waren da in Abständen von 10 Kilometern oder war überall ein Lager. Und in diesen Lagern war es so, da hatte ja auch nicht jedes Lager eine Bäckerei. Die anderen Lebensmittel, die wurden einmal im Jahr da hochgebracht. Straßen gab es nicht. Und ja, wie gesagt, ein Lager hatte eine Bäckerei und davon wurden mehrere Lager versorgt. Aber wie? In diesem Sumpfgebiet, das ist Tundragebiet, Grugon, also ringsrum. Und wir bauten eine Nebenstrecke hoch zu einem anderen Lager, zu einem anderen Schacht von Worcuta. Und in einem dieser Lager, da, wie gesagt, da kam es zum Streik, weil die Leute, die dort das Brot holen mussten, das waren ja nicht keine Wachleute, sondern die haben Gefangene abkommandiert, die von dem anderen Brotlager das Brot holen mussten. Aber nun können die ja auch nicht ein paar Zentner Brot schleppen. Und da wurde auf diesen Schienen wurde eine Draisine eingerichtet oder eine Lore. Und da das Gelände nicht völlig eben ist, sondern auch ein bisschen Senken und Höhen hat, da fuhren dann manchmal diese Loren schneller und langsamer. Und im Laufe der Zeit hatten sich dann die beiden Wachposten mit den Gefangenen so weit arrangiert, dass die Wachleute auf den Loren mitfahren konnten, weil die ja sonst nebenher laufen mussten. Und faul waren die auch, nicht? Und das ging eine Weile ganz gut, bis bei einem Mal, da wurden die Wachleute überwältigt und es wurde ihnen die Waffen abgenommen. Und die Leute sind dann mit Waffen in das Lager zurück, haben dort einen großen Aufstand gemacht und die Leute aufgerufen und gefragt, wer will raus und wer will nicht raus. Und etwa ein Drittel oder was hat sich entschieden zu fliehen. Nun ist das Fliehen dort oben natürlich wohin? Es blieb nur der Weg in die Uralberge zu kommen, weil die Berge etwa nur 10, 20 Kilometer entfernt waren. Und davor, das war die brennende Entfernung für die Flucht. Und die nun fliehen wollten, hatten sich mit allen möglichen Vorräten versorgt. Aber aus irgendeinem Grunde haben sie nicht verhindern können,
dass doch noch die Wachleute ein Telefonat absetzen konnten. Und das Ergebnis war, dass von Petschora oder von irgendwoher Inter kamen sie mit Flugzeugen und haben die Leute, die fliehen wollten, die hatten ja in dem Gelände keine Deckung, die haben sie da abgeschossen. Und die übrig blieben, die sind dann schnell wieder ins Lager zurückgekommen. Okay. Das war das Ergebnis.